Hi, willkommen zur ersten Folge TechSchrott. Ich habe mir überlegt, es gibt auf Amazon immer günstigere Produkte in allen Kategorien, sei es Smartphones, Bluetooth-Lautsprecher, Tablets und so weiter. Ich dachte mir, okay, ich bestelle mir einfach immer mal das günstigste und schaue, ob es wirklich im Endeffekt der letzte Schrott ist oder ob es vielleicht für den einen oder anderen sogar den Kauf wert ist, um einiges an Geld zu sparen. Heute geht's los mit dem günstigsten Smartphone, was es aktuell in Deutschland auf Amazon zu kaufen gibt. 47,99 kostet das Teil und wir schauen uns direkt mal an, was sich in diesem Paket befindet. Viel Spaß! Ja, Päckchen kam gerade an. Ich habe es schon einmal geöffnet, hier kurz nur die Verpackung, aber das Gerät selbst natürlich noch nicht. Um welches Gerät handelt es sich? Es handelt sich um dieses Duji, würde ich es mal aussprechen, Smartphone. Kostet, wie gesagt, 47,99 auf Amazon für ein Smartphone. Übel krass, würde ich sagen. Android 6.0 ist mit drauf. Ich habe hier die Farbe Gold genommen. War noch 1 Euro billiger, meine ich, als die anderen Farben. Deswegen soll ja auch wirklich das günstigste sein. Was haben wir hier sonst für Specs drauf? Ein 5 Zoll großes IPS-Panel. Ein MTK-Prozessor ist verbaut. 8 GB interner Speicher. 2 und 5 Megapixel haben die Kameras. Ja, ansonsten aus Metall ist es gefertigt. Dual-SIM sogar. Nicht schlecht. Ein Akku von 3360 mAh und ja, hier natürlich Made in China. Mokka Gold ist die Farbe und wir schauen uns einfach mal direkt an, was sich in der Verpackung befindet. Duji X10, so nennt sich das Gerät hier. Hier haben wir das Smartphone schon mal selbst, ne? War das jetzt richtig geöffnet? Weiß ich nicht. Wirkt irgendwie alles ziemlich unstrukturiert. Wie, als wäre es nicht mal versiegelt gewesen, nirgendwo eigentlich, aber naja, darum soll es ja letztendlich auch nicht gehen, das Teil muss funktionieren. Wir haben hier Papierkram, klar, klassisch. Na, was haben wir hier noch? Nichts, das ist alles nur Verpackung. Wir haben einen Screen Protector, ist kein Tempered Glass, merkt man direkt, aber immerhin liegt einer schon mal bei, ist nicht schlecht. Und natürlich auch noch ein Reinigungstuch fürs Auftragen der Schutzfolie. Wir haben ein Micro-USB-Kabel, schätze ich mal, oder? Genau, Micro-USB ist der Anschluss. Wir haben einen Charger, aber ein sehr langsames Ding, 5 Volt, 1000 mA. Naja, kann man drauf verzichten, aber wird wahrscheinlich laden, dafür wird es reichen. Und wir haben das Gerät selbst. Oh, sogar mit Case drumherum. Designed by Duji in Spain, okay. Ja, wirkt jetzt erstmal ein bisschen so wie, keine Ahnung, 3 Jahre her vom Design so von den Smartphones, wie die eben aussahen. Wir schalten das Ganze mal an. Hoffentlich hat es schon Akku. Tut sich nichts. Wenn es der Power-Button hier sein soll, was ich stark vermute. Na? Ja, die neue Serie fängt gut an. Kein Spaß. Ich habe jetzt bestimmt eine Dreiviertelstunde schon gewartet, mehrere Ladegeräte ausprobiert. Das Teil geht einfach nicht an. Ich habe mir überlegt, schneide ich es raus, schneide ich es nicht raus? Nein, denn gerade in dieser Serie soll es ja auch darum gehen, was eben auch mal vorkommen kann bei solchen billigen Produkten. Klar kann ich jetzt nicht sagen, dass jedes Smartphone von denen Schrott ist, aber ihr seht, erster Test, erstes Smartphone, was ich mir bestellt habe, geht schon mal einfach nicht an. Krass. Um die Serie aber natürlich weiterzuführen und zu retten, habe ich mir gedacht, glücklicherweise kam vor 10 Minuten nochmal die Post. Und es kam das Tablet an, das ich bestellt habe. Also cutten wir an der Stelle einfach mal mit dem Smartphone. Und heute geht es um das allergünstigste Tablet, das es auf Amazon derzeit gibt. Zweites Intro, viel Spaß! Na, das sieht doch schon mal ein bisschen mehr nach versiegelt aus. Das Yuntab, was es aktuell gekostet hat, seht ihr hier nochmal eingeblendet. Wir haben hier das kleine Android-Männchen drauf, ein Internet-Ex-Browser-Logo. Ja, und ein paar klassische Sachen, die eben auf so einem Multimedia-Gerät drauf sein sollten. Wir schauen uns das Ding jetzt mal an. Hier haben wir vielleicht noch eine genauere Bezeichnung. Genau, Android 4.4, oh heftig. 8 GB interner Speicher, 7 Zoll groß, grün. Ich glaube, hier habe ich auch grün genommen, weil es war auch nochmal 1, 2 Euro billiger. Ja.
Vielleicht war ja hier diesmal ein oder ist ja diesmal ein funktionierendes Gerät drin, vielleicht haben wir mehr Glück. Zum Smartphone wird natürlich trotzdem jetzt irgendwie in der nächsten Woche oder in den nächsten zwei Wochen dann ein Video zum günstigsten Smartphone kommen. Entweder ich bestelle mir das einfach nochmal oder ich bestelle mir ein anderes, schreibt mir das mal in die Kommentare. Vielleicht kennt ihr ja sogar noch ein günstigeres, das war das günstigste, was ich jetzt gefunden habe. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Wir öffnen das Teil, es wirkt erstmal gut verpackt, auf jeden Fall mit Schaumstoff schon mal. Hier das Tablet selbst. Nach unten kann man nichts abnehmen. Hier sehen wir noch die Farben, genau, green. Es gäbe noch pink, silver, purple, blue, black, red and white. Nehmen wir das Ganze hier mal ab. Ja, was haben wir hier? Ein Ladeanschluss, was kein Micro-USB ist, bitte was? Und was haben wir hier noch? Ein Micro-USB-Kabel, scheint aber nur dann für die Datenübertragung zuständig zu sein, bin ich jetzt mal gespannt. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht und vielleicht brauchen wir diesen Stecker gar nicht, aber ich meine, warum würde der sonst beiliegen? Ja, hier wie gesagt noch ein Micro-USB-Kabel und auch hier wieder eine Schutzfolie liegt bei. Natürlich auch kein Panzerglas, aber immerhin eine Schutzfolie. Ein minimales Quick-Start-Guide noch, Tablet, Computers, Buttons. Ja, gut, ich meine, ich denke, das ist selbsterklärend. Räumen wir hier mal ein bisschen auf kurz. Ja, so, nehmen wir uns jetzt mal das Tablet selbst. Ist hier in dieser Schutzfolie nochmal verpackt. Und was fällt auf? Ja, erstmal eigentlich soweit alles gut. Sogar ein SD-Karten-Slot sehen wir hier direkt. Eine Kamera, ein Mikrofon, USB 5 Volt DC. Das heißt, es wird wahrscheinlich wirklich hier drüber geladen, was heftig ist, dass man das nicht in den Micro-USB-Slot mit reingepackt hat sozusagen. Ja, das Teil wirkt erstmal wie so ein, keine Ahnung, so ein Kinderspielzeug ein bisschen. Oh, ich merke auch hier, wenn ich so ein bisschen biege, kommt hier direkt der Rahmen raus. Wir haben noch eine Schutzfolie drauf auf jeden Fall. Die lasse ich vielleicht auch besser erstmal drauf. Wo ist der Power-Button? Wahrscheinlich hier oben rechts. Bitte, vielleicht haben wir diesmal mehr Glück. Ja, der Bildschirm geht an. UNTAP, diesmal klappt's. Ich hoffe mal, dass es nicht die maximale Helligkeit ist, was das Ding hier gerade hat. Bin ich mal gespannt, wie lange das Teil hier braucht zum Booten. Vielleicht finden wir ja noch irgendwie genauere Specs. Ich würde eher sagen nein. Wenn dann noch... Ah, ist schon gebootet, okay. Wenn dann noch hier im Quick Start Guide. Aber ich glaube eher nicht. Nee, mehr finden wir tatsächlich nicht über dieses Gerät raus. Vielleicht ja in den Einstellungen, wenn das Ganze hier wirklich Android sein soll. Nach rechts entsperren, links Kamera und oben Google. Dann entsperren wir doch mal. So, to see all your apps, touch the circle. Ah, okay, jetzt kommt hier dieses Android-typische Quick-Start-Ding erstmal. Boah, fühlt sich das alt an, Android 4.4. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Gerät in der Hand hatte, das diese Version noch benutzt hat. Der Akku, der liegt bei 89%, wenn man das hier lesen kann überhaupt, ist wirklich sehr, sehr verpixelt da oben alles. Ja, wir swipen hier mal durch. Ich würde sagen, ich stelle erstmal eine Internetverbindung her und wir gucken, ob dann überhaupt noch irgendwas geht bei dem Gerät. So, 3 Minuten hat es jetzt gedauert, bis ich das Teil verwunden bekommen habe. Jetzt scheint es aber eine Internetverbindung zu haben. Es scheint noch nicht zu arbeiten im Hintergrund. Wir gehen einfach mal in den Play Store. Add a Google Account. Beziehungsweise ich würde sagen, ich ändere erstmal kurz die Sprache hier auf Deutsch. Boah, ich habe eigentlich gar kein so gutes Gefühl, meinen Account hier anzumelden. To access your account, you must sign in on the web. Touch next to start browser sign in. Okay, scheint anscheinend nicht mehr hier drüber zu gehen. Vielleicht ist die Version jetzt irgendwie zu alt oder was weiß ich. Wie gesagt, ich habe auch echt kein gutes Gefühl, meinen Account hier eigentlich drauf anzumelden, aber wir machen das Ganze jetzt einfach mal testweise. Bestätigung in 2 Schritten. Auf meinem Mi Mix 2S, okay. Ja, bestätigt. Anmeldung, dies kann einige Minuten dauern. Also kurze erste Eindrücke schon mal zu dem Gerät. Der Touch ist unglaublich schlecht, die Auflösung, ja, muss ich nicht viel dazu sagen. Sofern ihr es überhaupt da oben sehen könnt. Die ist auch wirklich super schlecht. Das ganze Ding fühlt sich an wie ein Haufen Plastik. Die Lautsprecher, die ich bis jetzt gehört habe, waren einfach nur grottig. Ja? Also blecherner geht's nicht. Wir gehen jetzt einfach mal in YouTube kurz. Und ihr seht schon, das Teil hat auch keine Leistung. Neue Version jetzt installieren, okay. Play Store,
immer. Vielleicht geht das ja jetzt relativ schnell. Und ja, ihr seht schon hier jetzt allein dieses YouTube-Zeichen, wie eckig das ist. Ich will die Auflösung gar nicht wissen. Steht hier jetzt auch nicht dabei, kann ich euch gerade gar nicht genau nennen. Werde ich euch aber hier nochmal einblenden. Ich werde es auf jeden Fall nochmal googeln. Ja, abgestürzt. Mal sehen. Jetzt installieren. Vielleicht schaffen wir es ja noch, YouTube gemeinsam zu öffnen. Ansonsten ja, was soll ich zu dem Teil sagen? Ich denke mal, ja, als ich mir gedacht habe, diese Serie jetzt zu starten, dachte ich, okay, vielleicht kommen auch mal coole Produkte raus und mal werden es die kompletten Schrottprodukte sein. Hier sind wir jetzt definitiv bei einem Produkt, wofür ich keine 10 Euro zahlen würde. Öffnen, jetzt installieren. Download ausstehend. Okay, zum dritten Mal. Ja, wie gesagt, ihr seht, dafür würde ich wirklich kein Geld ausgeben. Man hat keinen Spaß bei der Bedienung. Das Teil wirkt wirklich wie der letzte Billigschrott. Die Kamera können wir uns gleich auch noch anschauen, aber ist vermutlich auch absolut schlimm. Was kommt hier jetzt an? Neue Mails oder was? Boah, das ist die Kamera. Und es ist jetzt kein Scherz, ja? Ich zeige euch das hier gerade mal. Ich hoffe, man sieht das irgendwie. Also hier ist mein Stativ, da hinten ist der Schrank, hier ist noch eine Lampe. Und mehr ist einfach nicht zu erkennen. Heftig. Also es ist wirklich kein Witz, ungelogen. Wahrscheinlich auf Qualitätsniveau ungefähr von einem meiner ersten Sony Ericsson Handys noch. Damals 2000, keine Ahnung, wann war das? 2004, 2005, sowas. Ja, absolut unverwendbar. Seltsames Gerät, wie gesagt. Download ausstehend noch bei der YouTube-App, immer noch. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass wir hier die neueste Version drauf installieren können, auch wenn wir Android 4.4 haben. Irgendwie scheint hier wirklich alles zu hängen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von dieser Tech-Schrott-Serie haltet. Ich finde es eigentlich super spannend, mal wie gesagt, einfach um rauszufinden, ob es nicht auch in manchen Ecken, keine Ahnung, auch wirklich Produkte gibt, die dann auch irgendwie doch Sinn machen, so als kleiner Gag, wo man wirklich kein rausgeschmissenes Geld hat. Hier habt ihr definitiv von mir keine Empfehlung, lasst bloß die Finger davon. Ich verlinke es euch trotzdem mal in der Videobeschreibung, wer sich da ein bisschen reinklicken will. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mir weitere Vorschläge macht in den Kommentaren, welche Produkte ich sonst so vorstellen könnte, mal in welcher Rubrik, sage ich mal. Alles natürlich unter dem Aspekt Tech-Schrott. Ich werde immer das Günstigste auf Amazon suchen. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, tut das gerne, RealVanix. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zusehen und ich hoffe, euch hat dieses Format gefallen. Lasst mir gerne Feedback da. Bis dahin, macht's gut. Ciao.